Mein Name ist Andreas Evers. Ich bin der Querflötenlehrer dieser Musikschule. Ich möchte Ihnen gerne die Querflöte vorstellen. Das ist eine Querflöte. Sie gehört genauso wie die Blockflöte zu der Familie der Flöten. Der Unterschied ist, dass man sie einfach quer spielt, in dieser Haltung, während man eine Blockflöte so spielt. Ich möchte es ganz knapp formulieren. Eine Flöte ist ein Rohr mit lauter Löchern. Auf einem Loch wird gespielt und auf den anderen Löchern wird gegriffen. Ich möchte das kurz demonstrieren. Das ist das Rohr. Es ist zwar nur ein Kopfstück von der Flöte, aber da kommt schon ein Ton raus. Und dabei ist es ganz egal, wie man die hält. Man könnte auch so die Flöte halten. Kommt auch ein Ton raus. Schon die alten Steinzeitmenschen haben Flöten aus Knochen gebaut und verschiedene Löcher reingemacht in das Rohr. Den Knochen ausgehöhlt und das Rohr mit verschiedenen Löchern versehen. Auf der einen Seite haben sie es zugemacht, auf der anderen Seite haben sie auf einem Loch gespielt und die anderen Löcher wurden zugemacht, mit den Fingern auf und zugemacht. Ja, nun kann man das ganz grob so sagen. Die Querflöte ist ab hier ganz kompliziert, mit ganz vielen Klappen und oberhalb ganz einfach, nur mit einem Loch. Bei der Blockflöte ist es genau umgekehrt. Da ist es oben ganz kompliziert mit einem Kanal, Windkanal, wo die Luft auf eine Schneidenkante geblasen wird und unten ist es ganz einfach, nur mit Löchern. Das hängt ein bisschen so damit zusammen, die Querflöte ist durchchromatisiert. Sie hat 12 Tonlöcher mindestens für die chromatische Tonleiter. Und da wir nur 9 Finger haben zum Bewegen der Tasten, müssen wir eine Mechanik haben, die hier angebaut wurde. Das hat der Flötenbauer Theobald Böhm Mitte des 19. Jahrhunderts getan. Ja, 9 Finger, weil der rechte Daumen stützt nur ab. Das klingt dann so. Ich habe eine Schülerin mitgebracht, es ist Dora Ting und wir möchten zum Abschluss dieser Präsentation gern ein Stück von Beethoven spielen, aus dem Duett für 2 Flöten, das Menuett, quasi als Hommage an das Beethoven-Jahr, was wir im letzten Jahr hatten. Dankeschön, Dora.
Vielleicht noch ein paar Worte zum Abschluss. Die Querflöten kann man bei unserer Musikschule auch leihen, als Leihinstrument. Man muss nicht sofort anfangen, ein Instrument selber zu kaufen, weil es doch ein bisschen intensiv ist von den Kosten. Ja, Dora, wie alt bist du nun? Ich bin 10 geworden. Sie ist 10 Jahre alt. Aber Kinder können auch noch in einem jüngeren Alter beginnen. Dann bekommen Sie von unserer Musikschule eine Flöte mit gebogenem Kopfstück. Ich will das mal kurz zeigen. Die ist genauso lang wie diese Flöte. Nur das Kopfstück ist nach unten abgewinkelt. Ganz einfach aus dem Grunde, damit die Arme nicht so weit weg ausgestreckt werden müssen. Vielen Dank.